Da kommt der nächste schon. Ja, geh da rein. Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute zocken wir Hellsplit Arena. Und Hellsplit Arena hat ein bisschen gelitten bei Steam, denn es hat Negativbewertungen gehagelt am Anfang. Teilweise echt unbegründete, teilweise waren die Leute ja so frech und haben nach 5 bis 10 Minuten schon eine Negativbewertung geschrieben. Also finde ich nicht in Ordnung. Und da müsste Steam eigentlich auch einführen, man muss mindestens eine Stunde gespielt haben, damit man überhaupt eine Bewertung schreiben kann. Weil ich finde sowas echt unfair. Hellsplit Arena hat echt großes Potenzial meiner Meinung nach, kann echt was werden. Kampfsystem ist super, Grafik ist bombastisch, Sound ist super, die Waffen machen Spaß. Also ich habe auch noch ein paar kleine Kritikpunkte, die werde ich am Ende des Videos auch im kleinen Fazit nochmal erwähnen. Aber das sind Kritikpunkte, die man locker mit einem Update beheben kann. Also kein Problem eigentlich. Welches Spiel ist schon bei Release perfekt und komplett fertig? Also kenne ich eigentlich keins. Und das gilt auch für Hellsplit Arena. Also da können die Entwickler mit Sicherheit noch was verbessern. Aber das Grundgerüst stimmt und es macht echt Spaß, meiner Meinung nach. Aber kommen wir jetzt erstmal zur Steam-Seite. Schauen wir uns mal so ein bisschen was an hier. Also ich war echt begeistert von der Grafik. Können wir uns hier mal ein bisschen den Trailer anschauen. Es ist momentan nur ein Arena-Modus. Aber wenn das Spiel hier gut zündet, habe ich vom Dot gehört, also der Dot von der VR-Legion. Falls ihr das noch nicht kennt, ist auch unten verlinkt. Wenn das gut zündet, das Spiel hier, dann wird eventuell auch wirklich ein Story-Game erscheinen, Hellsplit. Und das wäre echt genial. Mit dem Kampfsystem ein richtig geiles Rollenspiel. Also Leute, sowas brauchen wir doch bei in VR. Ja, hier sieht man mal, wie man die Leute zerteilen kann. Also echt cool. Es gibt verschiedene Waffen, Rüstungen und so weiter. Ja, das mal dazu. Ja, 62% sind positiv, die anderen sind alle negativ. Und ja, schaut selber mal rein, das sind mega viele Negativbewertungen für echt ein cooles Game. Und 20,99 € kostet das, ist echt nicht so viel, meiner Meinung nach, für das Game. Und ich glaube, da kann man echt viel Zeit verbringen in dem Spiel. Es ist jetzt nicht so ein Spiel, was man eine Stunde, zwei spielt und dann sagt, boah, habe ich keinen Bock mehr drauf. Also kann ich nicht nachvollziehen, wer da so schnell eine Negativbewertung schreibt. Ja, wir können Körperteile komplett abtrennen, wie ihr seht. Also ziemlich brutal. Aber es sind Zombies, hey. Bei Walking Dead passiert das auch immer wieder. Ja, ist unterstützt für HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality. Ich habe mit der Valve Index gezockt und das funktioniert ohne Probleme. Also ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht und ja. Da wird wahrscheinlich aber auch noch ein offizieller Support kommen, da bin ich mir eigentlich sicher. Zum Platz, man braucht echt Platz. Ich habe eben, ich habe noch keine Aufnahme gemacht, die folgt gleich noch. Aber als ich getestet habe, bin ich 2-3 Mal gegen die Wand gehauen. Also das passiert relativ schnell und ich habe ein bisschen mehr als 1,5 x 1,5. Also Platz braucht ihr da schon. Aber es gibt hier Rotation, Snap Turn, also ist auch kein Problem. Wäre bei dem Spiel echt übel, wenn man es nicht hat. Ja, High-Quality-Grafik und Sound stimmt, also werdet ihr aber auch gleich sehen, wenn ich spiele. Ja, Leute, das wär's erstmal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Gameplay und dann schaut euch das Game mal selber an. Und danach gibt's noch ein kleines Fazit. Also, ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, hier sind wir in Hellsplit Arena und das ist das Menü. Das zeige ich euch jetzt mal am Anfang. Das wurde ja auch öfters mal sich gewünscht, dass ich die Optionen mal durchgehe. Ja, hier haben wir unser Menü, Game, hier kann ich Kampagne starten oder das Training. Im Training kann ich alle Arenen aussuchen, ich kann alle Waffen aussuchen und dann halt ein bisschen üben. Profile, das ist ganz cool, man kann hier verschiedene Profile anlegen. Das heißt, wenn mehrere Leute im Haushalt sind, kann sich jeder ein eigenes Profil anlegen. Gut wäre hier, wenn man hier wirklich noch Namen vergeben könnte. Ist momentan nicht möglich, vielleicht wird das noch nachgetragen. So, dann gehen wir mal in die Optionen. Ja, Grafik. Kann man jetzt Low oder Medium. High geht leider noch nicht. Da gibt es noch ein paar Probleme. Das wird aber auf jeden Fall nachgereicht. Aber alleine in Medium sieht das so gut aus in VR, finde ich. Also
Also echt klasse, wenn ich mich hier so umschaue. Dann haben wir Sound Volume, ist ganz klar. Die Musik kann man hier einzeln leiser drehen oder komplett aus. Also ein bisschen musikalische Untermalung ist ganz gut. Lassen wir so im Hintergrund auf 1. Ja, Vibration, ne, ist ganz klar. Controller-Vibration. So, kommen wir zu den Control-Options. Touchpad habe ich erstmal disabled. Strafe ist links oder rechts gehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier links oder rechts drücke, dann bewegt der Charakter sich auch links oder rechts. Das war vorher nicht so. Da hatte links und rechts überhaupt keine Bedeutung. Denn ich musste immer in die Richtung schauen, in der ich mich bewegen möchte. Mit vorne habe ich dann einfach dann dahin geguckt. Muss man selbst entscheiden, ob man diese Option nutzen möchte oder nicht. Also ich mag es nicht. Ich bewege mich lieber mit dem Thumbstick selber. So, Movement. Da kann man sich entscheiden, möchte ich mit dem linken Thumbstick mich bewegen oder halt mit dem rechten. Ist halt für Links- oder Rechtshänder super. Ja, Rotation ist Snap-Turn. Also ist kein Smooth-Rotation, sondern Snap-Turn wirklich. Hier wäre auch noch cool, wenn man wirklich einbauen könnte, wie viel Grad man sich snappt. Ja, das wäre es erstmal dazu. Ja, Credits ist ganz klar, ne? Da sind die Entwickler. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Game und ich wünsche euch viel Spaß. Do you remember the days of your earthly life, warrior? They were full of glory and bravery. So many times you brought peace and justice to your land. When you became the defender of your kingdom, we called you the first of equals. To your last battle, thousands of other fearless warriors followed you. You were so many that the dust from your feet covered the morning sun. Do you remember how your people despised death? How bravely they fought. Though the enemy was stronger, none of your warriors dared to retreat. They preferred death to a shameful flight, and among them, you fell. But your sacrifice was not in vain. The bleeding enemy was forced to retreat. The capital of the kingdom was saved from the siege, but the evil never even thought of changing its plans. On the battlefield, under the veil of night, they worked their black rituals, returning the dead back to life. Those dead were not the same. They turned into marionettes in the hands of the necromancers. Those loathsome necromancers managed to bend the fallen warriors to their black will. Like plague, their innumerable legions blazed across the deserted lands. Since that time, the eternal darkness fell upon the kingdom, and there is no more faith in salvation in the hearts of the living. There is only one little glimpse of hope for us. We need you, the first of equals, sleeping the sleep of death. We need you now, more than ever. Come back from the oblivion. Wake up and open your eyes. Come to the arena to fight for us against the hordes of evil. For the prophecy says, let the one who passes the ancient trial live a second life. So Leute, hier sind wir in unserem Startraum und von da aus geht's halt in die Arena. Hier haben wir unsere Räume, wo wir uns ausrüsten können. Ne, hier haben wir, ich pack mal kurz das Schwert weg. Hier haben wir Rüstungsgegenstände. Wir verdienen uns Gold, wenn wir die Arena abschließen und können uns dadurch Sachen halt kaufen. Eine Lederrüstung. Das ist ein bisschen härtere Lederrüstung und dann hat man hier ja auch wieder eine Lederrüstung. Ach so, das ist ein Ledercoat. Und die wiegen auch alle unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt, ob man dann wirklich langsamer wird. Kann natürlich sein. Hier haben wir normale nochmal Schilde. Wie gesagt, die müssen wir uns alle verdienen. Hier haben wir unsere Waffen, die wir kaufen können. Ich habe bereits ein bisschen gespielt, um nicht direkt ganz am Anfang mit nichts dazustehen. Also ich habe ein Schwert gekauft und diese Axt hier. Man beginnt, glaube ich, genau mit diesem Ding hier, dieser Keule.
Die hat man von Anfang an. Also die ist jetzt nicht so der Knaller, sage ich mal. Mit dem habe ich auch noch nicht gespielt. Das werden wir gleich mal testen. So, und dann habe ich auf dem Rücken eigentlich noch... Ich muss mal kurz in den Schatten schauen, weil man sieht es im Schatten, ob man das drauf hat. Und guckt mal, Leute. Guckt mal, wie geil diese Wasserreflexionen aussehen. Also ich finde es echt genial. Sieht cool aus. So, holen wir uns noch mal ein Schild. Weil das hatten wir, glaube ich, immer. Oder? Ah, da ist es doch. Mann. Das ist der Vorführeffekt. Also ganz wichtig, meiner Meinung nach. Man kann natürlich auch mit zwei Waffen spielen, aber dann wird das echt schwierig. So, hier haben wir Heiltränke, die wir uns kaufen können. Kostet 200, könnten wir uns das leisten, lasse ich aber erstmal. Und Weapon Boosting. Da können wir die Waffen nochmal... Dann haben die wahrscheinlich nochmal einen anderen Schaden. Feuerschaden, Eisschaden und Giftschaden. Okay, so, wo gehen wir jetzt mal hin? So, hier ist unser Gold. Unser Goldvorrat. Und hier sind, ja, Trophäen. Habe ich noch nicht freigeschaltet. Und hier seht ihr auch meinen, ja, meinen ersten kleinen Kritikpunkt. Die Steuerung, also das... Teilweise echt verzögert. Ich drücke nach vorne, jetzt passiert nichts. Hier sehen wir uns selber. Oh. Aber geht nicht kaputt. Okay. Das sieht aber alles so gut aus. Beleuchtung, Reflexionen, Texturen sind echt in Ordnung. Und das ist nur Medium, ne? Okay. So, ich bin noch immer im Kapitel 1, aber das ist Runde 5, werden wir jetzt mal zocken und warte, ich muss mich mal kurz richtig positionieren. So, hier sind wir in der Arena. Und das kennen wir ja alle noch von Dark and Messiah. Na komm. Du schweigst für immer. Oh, das ist natürlich auch... Ich kann auch treten mit dem rechten Thumbstick. Ne, kann ich die irgendwo reinkicken? Ah, da kommen. Oh, da kommen zwei. Mit zwei ist immer echt schwierig. Kommst du? Okay, jetzt ist ein Problem. Wenn wir aber mal einen noch im Rücken hängen haben. Na. I'm impressed. Ja, ich bin auch impressed. Der geht mir alles auf den Sack hier. Also ich möchte jetzt nach vorne gehen und der macht nicht so wirklich was. So, der sollte aber hinüber sein, oder? Da kommt der nächste schon. Ja, geh da rein. Okay, hinter mir ist keiner. Jawoll. Das Schwert gefällt mir. Wie ihr seht, die Physik ist echt cool, es rutscht nichts wirklich durch. Oh, you are good. Klar bin ich gut. Aber ich weiß nicht, ob das der einzige Waffenplatz ist, den wir hier haben. Ist ein bisschen schade, man müsste auch noch hier irgendwas haben. Kann man nachher mal probieren. Habe ich noch gar nicht probiert. Na komm. Arm ab. So, man kann die auch hochheben. Na
geht ganz gerade nicht. So. Schieben wir mal. Oh! Nee, also hinten am Rücken kann ich scheinbar nichts machen. Lauf auch da rein. Oh yeah. Dig it. Not bad for a beginner. But you are not the only tough guy here. Here lies the oldest warrior of the kingdom. He lived and died so long ago that no one remembers his name. I don't think he can introduce himself anymore, as his tongue crumbled into dust a long time ago. Du bist dran, Skeletor. Let the fight begin. Für die VR-Community! Dann mach mir mal Feuerschaden. Mann! Wir müssen mal Wasser haben. Wo ist der Tough Guy? So, wir haben wieder Geld gekriegt. Schauen wir mal, was wir uns noch leisten können jetzt. Große Axt wäre cool. 2000. Das gefällt mir. Das gefällt mir. An Schwertern. Ich will noch eine große Axt haben. Ja, komm, die nehmen wir. Die ist gekauft. Ich habe auch in den Bewertungen gelesen, dass manche Leute geschrieben haben, ja, die sind wie Poolnudeln oder ja, Leute, das soll das Gewicht darstellen, dass man nicht mit einem Wattestäbchen rumschlägt, ist ja auch klar. Und das ja, muss man ja irgendwie simulieren und das machen die, indem das ein bisschen ja, so eine Art nachfedert. Also für mich vollkommen in Ordnung. So, jetzt kaufen wir uns noch einen Heiltrank, den nehmen wir direkt mit. So, dann schauen wir mal, was die neue Axt kann. So, Chapter 2, Catacombs. Dann fighten wir uns mal da durch. I see that you found sieht cool aus. To the halls of the dead. In these ancient catacombs, thousands of those like you found their final resting place. Let the one who dares to disturb the peace of the dead. Das sieht einfach perfekt aus. See their rage. Let the fight begin. Ja, komm. Dann wollen wir mal schauen, was du drauf hast. Ha! Nix, würde ich mal sagen. Der nächste, bitte. Ha.
Sein Herz. So, Herzen rausreißen können wir auch. Wie wir gesehen haben. Ach, zwei auf einmal. So, den schnell ausschalten. Ich will dem probieren, ein Bein abzuhauen. Komm. Ist der auch hinüber? Och. Er wählt ja immer mehr. Scheiße. Das ist noch mein Kritikpunkt, die Steuerung ist nicht, ja, manchmal hängt die irgendwie, ist verzögert. Das ist der Kritikpunkt, den ich noch hier habe. Ja, jetzt habe ich das Problem, jetzt habe ich das Problem. So. Der blutet aus dem Hals. Ey, du blutest aus dem Hals. Schnell einen Apfel gesnackt. Send him where he belongs. Ist das alles? Incredible, not a scratch. Ha, Leute, wie geil wäre das, wenn man so einen großen Raum hätte wie den hier und dann einfach laufen könnte, schlagen könnte, ohne dass man gegen eine Wand haut. Also, das wäre noch ein großer Traum. Ich glaube, von jedem VR-Spieler hier. 2-6. Let the fight begin. Gegen 2 ist gar nicht so einfach. Ich muss ein Stück zurück. So. Wo bleibt ihr? So, mal aggressiv hier. Ach, das ist cool. Können wir gebrauchen. Ach, so einer wieder. Aber diesmal ohne Feuerschaden, ne? Na komm. Das habe ich mir aber selber. Schaden eingefangen. Oh, jetzt werde ich hier umrundet. Oh Gott. Ich muss unbedingt einen Trank nehmen. Nein! Ah, fuck! So, auf ein neues. Jetzt habe ich auch keine Heiltränke mehr. Let the fight begin. Für
Fatality! Wieder ein bisschen Platz. Fatality. Äxte gefallen mir hier. Sift auch so schön hier runter von der Axt. So, der hat schon mal einen Appenarm. Haust du ab. I would never do it better. Die Axt ist besser. Liegen. Schlag ich dein Gesicht weg. I'm impressed. Schnell, schnell, schnell. Sonst noch was? Na komm. Ich konnte auch ein neues Schild gebrauchen. Scheiße, ich wollte den gerade da reinkicken. Lauf da nicht weg, Junge. So bloody. Golf. Huh. So, ich würde sagen, eine Runde müssen wir noch vernünftig absolvieren, dann reicht das erstmal für den Test hier. Schauen wir mal an, was wir noch kaufen können. Schwerter. Templerschwert können wir uns sogar leisten. Komm. Templerschwert. Die nehmen wir aber mit, falls das Templerschwert jetzt doch nicht so gut ist. Aber hey, ist ein Templerschwert, muss gut sein. Wird natürlich nachher immer schwerer, weil die auch Rüstungen bekommen, die Gegner und so weiter. Awesome. Okay, zwei von denen. Up. Der war doch gut, oder? Pix. Send him where he belongs. Das ist der Bein. Oder der Fuß. Hmm.
Groovy, groovy! Hör doch auf zu bluten. Die Steuerung müsste direkter sein. Jetzt drücke ich zum Beispiel nach links und es dauert echt extrem lange, bis der nach links geht. Ha! Ja, fress dein Herz. Wo ist mein Schwert? Da ist mein Schwert, okay. Hol ich mir gleich. So, jetzt ist er dran. Nahrung braucht man. Gut, dass er gerade einen Satz nach links gemacht hat. Hol mir mal ein anderes Schwert. Geil, hat er den weggekickt. Also einfach drauf bringt hier auch nicht immer was. Jawoll. Oh, fuck! Meine Hand blutet jetzt genauso wie hier. Das ist echt übel bei dem Spiel. Das war's, oder? Drei, vier. Ja, das Upgraden macht ja echt Spaß. Geld verdienen. Gegen die Wand hauen macht jetzt nicht so Spaß. Schauen wir mal, was wir noch kaufen können. 3,7. Können wir noch nicht ganz kaufen, aber werden wir beim nächsten Mal machen. Okay, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Ich wollte das Spiel mal vorstellen und ja mal hier aufräumen, dass es doch nicht so schlecht ist, wie die Steam-Reviews uns weismachen wollen. Also es ist auch nicht immer ja die Wahrheit, was da steht. Klar gibt es Leute, die das Spiel schlecht finden und ja nicht mögen vom Aufbau her, keine Ahnung was. Ist eine Art Wave-Shooter. Also können nicht alle was mit anfangen, aber trotzdem das dann so schlecht zu machen, meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Kampfsystem funktioniert. Klar, die Waffen schwingen nach, aber wie ich eben schon gesagt habe, das soll halt ja das Gewicht auch ein bisschen simulieren. Und ja, bei zwei Händen wird es wahrscheinlich noch schwieriger sein. Also wird es wahrscheinlich noch mehr nachschwingen. Nichtsdestotrotz ist ein super Titel und ja, ich würde sagen, gehen wir ins kleine Fazit und dann sehen wir uns gleich. So Leute, sind wir beim kleinen Fazit und ja, ich habe mich leicht verletzt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Leichten Bluterguss. Also ich habe genau mit dem Knöchel hier gegen die Wand gehauen. Passiert. Shit happens. Aber kommen wir zu Hellsplits Arena. Also echt geiler Titel, meiner Meinung nach. Und wenn das noch einen richtigen Story-Mode hätte, wäre es noch besser. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem Teil hier. Also das ist der Arena-Modus. Wie ihr gesehen habt, Grafik ist perfekt. Sound ist geil. Die Synchronsprecher sind super. Also auch wenn es jetzt halt Englisch ist, aber perfekt. Also da gibt's gar nichts Schlechtes. Das Spiel macht Spaß. Schwerter, Äxte, alle haben andere verschiedene Attribute und können anders genutzt werden. Also mir hat es jetzt Spaß gemacht. Kommen wir zum Kritikpunkt. Also mein größter Kritikpunkt ist die Steuerung. Die Steuerung funktioniert, ja,
sehr verzögert meiner Meinung nach und nicht direkt. Und ich kann auch nicht wirklich, ich kann hoch, runter, links, rechts. Ich kann aber auch nicht oben links in der Ecke oder oben rechts, oben unten links, unten rechts in der Ecke. Also so seitwärts oder schräg gehen, das macht er nicht zum Beispiel. Der kann nur vorne, hinten, links, rechts. Also ist ein bisschen blöd gemacht. Und wenn ich dann irgendwie, also wie oft ist mir das jetzt schon passiert, wenn ich nach vorne oder links, rechts will, dass der auf einmal ja erstmal gar nichts macht und dann geht er langsam los. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Mir gefällt's nicht. Also das ist ein ganz großer Kritikpunkt von mir. Und da müsste eigentlich was gemacht werden. Denn wenn ich mal ganz schnell irgendwo hin will und ja, da liegt jetzt, sag ich mal, ein Apfel, eine Banane und ich will mir die schnappen und ich hänge irgendwo fest, dann kann ich es schon fast knicken, weil die nicht lange spawnen. Also die sind relativ schnell weg. Und ganz kurze Zeit, wie das dann hängt, ist schon vorbei. Und ja, das ist echt echt mies meiner Meinung nach und könnte umgearbeitet oder verändert werden, sage ich mal, die Steuerung. Aber ich weiß auch nicht, ob es so gewollt ist. Vielleicht ist es so gewollt und ja, dann muss man halt damit leben oder nicht. Aber es ist für mich jetzt kein Grund, dem Spiel jetzt eine negative Bewertung zu geben. Ganz im Gegenteil. Aber das ist mein Kritikpunkt, den ich jetzt habe. Ansonsten funktioniert es echt gut. Klar, die Kleinigkeiten, die ich am Anfang genannt habe, mit den Snap-Turn, dass man die Gradzahl einstellen kann. Und das sind alles Kleinigkeiten. Aber das, was mich jetzt am meisten stört, ist halt diese Bewegungsart. Also ich weiß nicht, wer das Spiel von euch schon getestet hat, ob euch das auch aufgefallen ist oder ob eventuell habe ich das jetzt auch nur mit dem Index-Controllern, weil die nicht offiziell supported sind. Wäre cool, wenn ihr das einfach mal unter die Beschreibung packt. Aber mir ist es direkt aufgefallen und ja, ist Manko meiner Meinung nach. Aber trotzdem kriegt das Spiel definitiv eine Kaufempfehlung von mir. 20,99, also man kann so viel Sachen freischalten, kaufen und ja, die Gegner werden immer schwerer und ja, man hat da mit Sicherheit einige Zeit dran Spaß. Von daher ist 20,99 € echt nicht zu viel. Und ja, wenn man die Entwickler hier unterstützt, bekommt man eventuell in Zukunft ein richtig geiles Rollenspiel. Also mit diesem Kampfsystem, also wer will das nicht? Also wenn die noch einiges verbessern, kann das echt ein richtig geiler Titel werden. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das noch geht und welche Updates da jetzt noch rauskommen. Aber die Leute, die die Negativbewertung geschrieben haben, sollten das nochmal überdenken und dem Spiel nochmal eine Chance geben, meiner Meinung nach. Denn ist kein schlechter Titel, definitiv nicht. Und ja, bitte nicht mit Blade & Sorcery vergleichen, ist ein komplett irgendwie anderes Spiel. Blade & Sorcery ist noch ein bisschen mehr ja, Simulation, finde ich. Und das ist mehr so, ja, arcadehaltiger. Trotzdem muss man echt gut blocken. Also wenn man jetzt ohne Schild, ich habe es einmal im Test gemacht, ohne Schild mit zwei Waffen, kann man natürlich auch blocken, ist aber schwieriger und man ist dann schneller tot, als man gucken kann. Also es ist nicht so ein Arcade-Game, wo ich sage, ja, man kann da drauf kloppen ohne Ende und man kommt zum Ziel. Also ganz im Gegenteil. Besonders wenn nachher diese gerüsteten Gegner kommen, da muss man echt anders vorgehen als die ungerüsteten Gegner. Also es ist dieses Kapitel 1, 2, das ist nur der Anfang, sag ich mal, und es wird immer schwieriger. Also ich denke, ich werde da auch nochmal ein Video von machen, damit ihr auch seht, in welche Richtung das dann noch geht. Aber ich wollte das Spiel jetzt, ja, tschüss Lighthouse. Ich wollte das Spiel jetzt so schnell wie möglich zeigen, denn ja, das braucht mehr Aufmerksamkeit, das Spiel, denn ist ein geiles Game und ja, ich kann nur sagen, Daumen hoch. Wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch freuen. Und ja, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, haut doch mal auf ein Abo warten, würde mich freuen. Glocke aktivieren, dann werdet ihr eben informiert über neue Gameplays und Livestreams und so weiter. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.